osmanische Reich weg und ich kann in Ruhe, ohne dass du irgendwas forderst, Zeug machen. Hermann Grosch. Er ist aber nicht adelig. Okay, England ist inzwischen. Kann es sich nicht inzwischen so Großbritannien formen? Weiß auch keiner. Was ich zur nächsten Frage bringe. Nehmen wir mal an, ich würde den Krieg erklären. Wie würde denn alles mitkommen? England und Böhmen. Wieso denn nicht Dänemark? Würde Dänemark stabilisieren? Und Köln? Würde Köln die stabilisieren? Okay. Also wenn Dänemark noch mitziehen würde, könnte man darüber reden. Ja, ja, schön. Wir sitzen jetzt langsam. Religionskrieg gibt's nicht. Nee. Ich glaube, das gibt's nicht so. Ich bräuchte mal einen Nachfolger. Wie sieht's denn damit aus? 94%, okay, jetzt haben wir schon die ersten Probleme. Unruhe minus 0,17, ja. Korruption. Oh. Ja, wenn man keinen Thronfolger hat und der aktuelle König stirbt, dann wird man gerne mal Personalunion oder irgendeinen von denen, mit dem man eine Staatsehe hat. Aber das ist echt viel besser. Thronfolger, der ist jetzt auch wieder jünger. Das ist gut. Das ist doch schon mal gut. So, das dauert noch ein paar Jahre. Ja, komm. Können wir uns noch eingezogene Garnison. Durch den Einzug unserer fähigen jungen Männer für unsere Garnison können wir sicherstellen, dass wir ausreichend Männer für die Verteidigung unserer Grenzen haben. Größte Garnison plus 25%. Yes. Und pommersche Ideen. Die pommerschen Häfen befinden sich in einer exzellenten strategischen Lage, die uns einen natürlichen Vorteil verschafft, wenn wir unseren Einfluss auf den Handel in der Ostsee erweitern wollen. So langsam frage ich mich, ob ich das wirklich gegen die preußischen Ideen eintauschen will. Weil preußische Ideen schon hart auf Kampfstärke schlagen. Also Werte draufschlagen. Oh ja. Oh ja, ich brauche die neue Ideengruppe. Dann definitiv Qualitätsideen, würde ich sagen. Apropos Qualitätsideen, kann ich da nicht? Ja, für mich lohnt sich noch nicht so wirklich. So. Mit wem ist denn Dithmar schon verbunden? Hm. Du bist Teil des Römischen Reichs, ne? Utrecht ist, ja. Oh, indirekte Herrschaft, nehme ich auch noch mit. Wenn Menschen dazu bewegen möchten, ihren Willen zu gehorchen, ist es oft am besten, sie mit dem Glauben zu lassen, sie seien ihre eigenen Herren. Solche Systeme indirekten Herrschaft verdingen die Unruhen in neu erworbenen Territorien. Yes, so langsam wird's doch. Ist ein bisschen komisch, was ich da zusammen kreiere an Reich, aber... Nein, Dänemark will nicht mitziehen. Und England? England braucht halt ewig, bis es da ist. So, weil du da unten Krieg führst. Hm, schwierig jetzt. Schwierig. Toll, jetzt habe ich diplomatische Macht ohne Ende. Da könnten wir doch tatsächlich mal eine Kultur fördern. Ich bespare es lieber mal noch ein bisschen. Nicht, dass ich es raushaue, wenn ich es brauche. Dann brauche ich es und dann habe ich es nicht. So, Rekrutenreserve ist halt Maximum. Einheitenlimit Armee plus 50%. Der Schleiß an. Das bräuchte ich halt auch noch. Was ich alles bräuchte. Was machst du da unten in Österreich? Du erklärst Bosnien den Krieg.
Tabelle oder eins. Das passt schon. Passt schon, mach einfach mal. Also langsam müsste ich doch mal wieder. Ja, 16. In Portugal ist mir egal. Stell den Hafen unter Quarantäne, wenn er eine Krankheit ist, und lass die alle sterben. Passt schon. So. Hinstellen. Bevor ich wieder Prestige verliere. Boah, also muss ich wirklich Schluss machen. Ist der Finger inzwischen eingeschlafen? Also mal England-Beziehungen verbessern. Das wird kritisch, das ist immer noch zu viel. Kann ich den inzwischen hier oben? Ne, den habe ich immer noch Frieden. Ne? Das ist eine ganze Weile lang. Gut, habe ich jetzt alles. So, wohin expandiert man jetzt am schlechtesten? Hamburg und Bremen, das wäre schon geil. Das Problem ist, mit meiner aktuellen aggressiven Expansion werde ich nicht beides bekommen. Das ist natürlich schlecht. Ich verbessere mal meine Beziehung mit Moskau so ein bisschen. Damit war das ein bisschen blöd. Brabant, ja. Lothringen. Wie sieht es denn da inzwischen überhaupt aus? Nein. Achso, weil ich jetzt inzwischen mit England und Böhmen verbunden bin. Verbündet bin. Ist auch ganz schön groß geworden. Na gut. Gut, die werden sich früher oder später wahrscheinlich mit dem Osmanischen Reich zerlegen. Es kommt nicht eine Reichsreform durch. Aber wenn du müde bist, geh ruhig schlafen. Ich lasse einfach das Spiel weiterlaufen. Ne? Ich lasse einfach die KI spielen. Richtig, ich wollte ja meine Religion eventuell wechseln. Vielleicht warte ich damit lieber noch ein bisschen. Bis auch ein paar meiner Nachbarn eventuell. Ja, 89, das wird halt langsam unangenehm. Toleranz ungläubig, das dauert noch ein bisschen. Ungläubig ist ja irgendwie irrelevant. Das ist ja, das habe ich ja alles nicht. Oh, reformiert scheint es tatsächlich nicht zu geben. Dann wird nur protestantisch. Okay. Gut. Ohne DLCs gibt es ja praktisch gar nichts. Du könntest fast mal auf den Mächtekräftevergleich ankommen lassen. Ne? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Wo ist dein? Gibt es immer wieder Menschen, die Fastenzeit befolgen? Und jetzt ein Fleisch. Plus 1 Prestige jährlich. Nehmen wir es halt mit. Oh, Moment. Blasphemie-Akt. Mission. Nein, ich will. Ich behalte lieber meine Toleranz gegenüber Heretikern. Das ist mir wichtiger als irgendwelche. Ich habe ja ordentlich. Religiöse Einheit.
Okay, so langsam fängt es nochmal an, sich so ein bisschen zu verteilen. Inzwischen hat auch, glaube ich, die Mehrheit meiner Länder, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwo anschauen, was die Mehrheit der eigenen Provinzen hat? So, wie sieht es jetzt auch aus mit aggressiver Aggression? Na, das sieht doch schon mal freundlicher aus inzwischen. Truppen sind am Limit, dich muss ich mal woanders hinstellen, sonst wirst du gleich zu zermatscht. Das wollen wir ja auch nicht. So, dann Hamburg. Hamburg. Dein Reich wirkt nur so klein, weil es in den Ring gezogen ist. Ja, ja. Und auch nicht verbunden. Das ist halt ganz schlecht immer. So, aber ich würde sagen, Hamburg. 17, 11. Ignorieren. Stabilität ist mir wichtiger. Gut. Dann wollen wir doch mal. Wen brauche ich denn dafür? Das Problem ist jetzt, was denn, wenn ich Böhmen und Köln mal bemühe? Reicht denn das? Ja, ja, doch, das reicht. Was macht ihr da? Ja, was macht ihr da? Könntest du damit aufhören? Könntest du damit bitte aufhören? Hm, vielleicht bekomme ich Bremen gar nicht, weil das hier wieder von... Ach, das ist doch kacke, dass das ohne dieses Ziel nicht richtig geht. Ich meine, du kannst nicht mal richtig Zeug besetzen. Was ist denn das für ein Kack, ein Dummer? Und wer hat denn gedacht, hey, wir hielten eine Warnung, den Nachbarn nicht den Krieg zu verwickeln? Schon wieder? Moskau, was ist dein Problem? Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe, Moskau. Könntest du da bitte nochmal weggehen? Das wäre irgendwie geil, dann könnte ich da einen Soldaten hinschicken und... Das wäre irgendwie ganz, ganz toll. Aber Köln will mir diesen Gefallen scheinbar nicht tun. Magdeburg, ja. Die haben jetzt Probleme. Ich nicht. So, Köln, könntest du da mal weggehen? Ich würde gerne Bremen auch gleich mit erobern, aber das Spiel wird das wohl nicht zulassen wollen. Hm, toll. Na gut, erobere ich nur eine Provinz. Großartig. Großartig. Das ist doch kacke. Was sagt die Aufnahme? Eisenpioniere. Litauens Meinung über Polen. Ich nehme den Merkantilismus. Litauen ist eh unbedeutend. Das wird wahrscheinlich bald in Polen verschwinden. Setzt euch Köln. Ja. Hätte ich mal Köln nicht dazu gerufen. Nein. Was auch immer es ist bestimmt nicht gut, das Angebot. Hey, und wir können die Flotte vergrößern. 16, ja gut, es geht noch. Flotte ist ein spezielles... Eine Fleute, ach Fleute. Ist ein spezielles Schlachtschiff, das große Ladungen mit sehr kleiner Besatzung transportieren kann. Fleuten wurden entwickelt, um günstig und große Anzahl gebaut zu werden. Ein nützliches Schiff, wenn man Dinge über die Ozeane bewegen muss. So, meine Flotte ist halt... ist heftig veraltet und... Ich kann mir nicht mal... es wird alle Schiffe abkommandieren, dass sie alle veraltet sind.
Sehr gut. Ah. Können wir jetzt mal die Belagerung hier gewinnen? Na komm. Komm. Komm schon. Na komm. Also dann wollte ich wirklich nichts tun. Wenn das weitergeht, muss ich nächste Woche in den Stream ausfallen lassen, weil ich gar nicht so viel Speicherkapazität habe. So, ich sitze jetzt mal aus. Ich setze mal ein. Dauert noch eine Stunde sonst. Könnte Bremen malen. Geldern. Geldern ist doch da irgendwo. Das ist uninteressant. Gib mir all dein Geld. Nehme ich mal dein Handel mit. 14. Gehen wir es gleich wieder aus. Mehr macht den Adel. Mehr macht den Adel. Gibt es wenigstens einen Bonus hier? Wow, ich habe fast 2 Jahre lang diese Stadt behandelt. Ja. Belagert. Gib mir das mal. Boah, 179. Das ist teuer. Das war die Ideengruppe. Ja, diese großen Städte sind immer so schweineteuer. Utrecht, der Pommel ist neu, die Wahlen bestimmt. Egal, wir haben Hamburg. Damit haben wir ein weiteres Stück zur deutschen Nation. Nein, noch nicht. Es muss erst noch umgewandelt werden. Das Problem ist, ich brauche immer noch Warmien, um Preußen zu werden. Ja, was auch immer. Du hast noch. Das will ich auf jeden Fall. Wie sieht denn das überhaupt aus? Ich habe. Es ist gerade mal in Frankreich angekommen. Ja. Ey. Nein, besser nicht. Es ist gerade mal in Frankreich angekommen. Aber hey, wir könnten vielleicht die Druckerpresse bekommen. Mach es, was willst du denn jetzt, Österreich? Fick dich. Alter. Das beansprucht einfach mal Gesamtungarn. Bist du irgendwie so aufmüpfig? Nein, hier ist niemand aufmüpfig. Oh, Dänemark hat Norwegen integriert. Schweden hat aber ganz schön viel Freiheitsstreben. Ich glaube nicht, dass es schafft, Skandinavien zu gründen. Ja, jetzt habe ich wieder so viel aggressiv. Das ist scheiße, ins HRE zu Heilige Römische Reich zu gehen. Auflösen kann ich es nicht. Dazu ist noch viel zu viel da. Abberufen. Performance wird auch nicht besser, ne? Ne. So sollte sie auch. 05. 5 und dann mal 9. Was sind in Hamburg schon so viele Gebäude? Diverses. Was meint ihr noch so viel Wind auf einmal? Handel, also. Handelstechnisch hat sich das scheinbar so richtig gelohnt. Solange ich weiterhin meine Verbündeten alle habe und die nicht auf irgendeine völlig verrückte Idee kommen, ist alles gut. So ab und zu alles gut. Wollen wir mal noch eine Kanone.